Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute möchte ich euch Warface vorstellen. Derzeit downloadbar auf Steam in der Beta. Ich selbst habe es auch noch nicht gespielt. Ich werde zunächst mal die Lautstärke etwas runtersetzen, damit ihr mich auch hört. Ich selbst habe es auch noch nicht gespielt. Bin also mal gespannt, was uns erwartet. Ich habe jetzt das Intro und so weiter mal ein bisschen übersprungen, um die Ladezeiten zu verkürzen. Der erste Schritt ist, wir müssen uns einen Charakter erstellen. Wir haben hier verschiedene Gesichter zur Auswahl. Können ihn auch einmal drehen. Okay, also es gibt eine relativ große Auswahlliste. Gut, ich nehme den. Ja. Okay, dann werden wir einmal das Tutorial starten. Willkommen bei deinem ersten Trainingslager, Rekrut. Und dann Hier schauen lernst wir du mal. die grundlegenden Fertigkeiten für den Kampf gegen Blackwood. Bewegung ist deine wichtigste Fähigkeit, denn ein statisches Ziel ist ein totes Ziel. Denke im Kampf daran. Steige aus dem Hubschrauber aus. Also die Standardsteuerung ist wie gehabt, WASD. Vorübergehend drastisch schneller. Zum Checkpoint. Umschalten links, Auf den sprinten, Schlachtfeldern okay. winkt es vor Hindernissen. Über einige kannst du springe über das Hindernis. Über einige Mauern kannst du klettern. Klettere über die Mauer, um weiterzukommen. Duckend bewegst du dich langsamer, findest aber unter niedrigen Hindernissen Platz. Beim Ducken werden deine Bewegungen außerdem leicht. Ducke dich unter dem Hindernis durch. Über Hindernisse wie Geländer kannst du nicht springen, aber dich über sie schwingen. Schwing dich übers Balkongeländer. Jeder Soldat hat eine Waffe. Mit ihr greifst du zumeist an. Versuche, die Ziele zu treffen. Also ich muss sagen, von der Steuerung her ist Ziel erhöht das deine Präzision, damit deine Schüsse wie besser treffen. jedes Wenn du nicht zielst, ist es kein Wunder, wenn du dein Ziel verfehlst. Versuche beim Zielen zu treffen. Von der Steuerung ist das halt wie jedes Ego-Shooter auch. Versuche beim Zielen zu treffen. Okay. Die meisten Waffen lassen sich mit Zubehör anpassen. Zubehör ändert die Funktionsweise deiner Waffe und damit deine Möglichkeiten im Kampf. Versieh dein Gewehr mit einem Zielfernrohr.
Zielfernrohre erhöhen die Präzision auf größere Distanz. Triff das Ziel durch Anvisieren mit dem Zielfernrohr. Also ihr seht, mit dem Zielfernrohr. Soldaten haben Granaten, die mehrere Feinde auf einmal treffen können. Wirf eine Granate, um mehrere Ziele zu treffen. Granate! Beginn dich zum Checkpoint-Anzeiger. Mit den Tasten 1 oder mit der Taste 1 springt ihr dann wieder zurück zu eurer Hauptwaffe. 4 dann beginn die Granaten. Der Schütze kann als einzige Klasse im Kampf Munition aufstocken. Seine und auch die von Teamkameraden. Stocke die Munition deines Teamkameraden auf. Stocke deine Munition auf. Okay. Mit der Hilfe deiner Teamkameraden kannst du auch hohe Mauern erklimmen. Forme eine Räuberleiter. Mit Räuberleitern kannst du auch Teamkameraden helfen. Hilf deinem Teamkameraden über die Mauer. Es gibt 4 Kampfklassen. Jetzt kannst du auf Schütze und Scharfschütze zugreifen. Mit mehr Erfahrung dann auch auf Ingenieur und Sanitäter. Jede Klasse hat ihr... Auf Distanz ist das Scharfschützengewehr die tödlichste Waffe. Sein erweiterter Zielfernrohrsuch sorgt für hohen Schaden und hohe Präzision. Triff mit deinem Scharfschützengewehr alle Ziele. Triff mit deinem Scharfschützengewehr alle Ziele. Die von gefallenen Feinden auf dem Schlachtfeld hinterlassenen Waffen kann jede Klasse aufheben. Hebe eine Waffe auf. In einigen Missionen kannst du einen Raketenwerfer einsetzen. Nur er setzt Fahrzeuge außer Gefecht. Triff das Ziel mit dem Raketenwerfer. Gute Arbeit, Soldat. Ich glaube, du bist bereit für den echten Einsatz. Okay. Also ihr seht, das war das Tutorial. Relativ kurz und einfach. Grafisch ist das Spiel gar nicht mal so schlecht, wie ihr gesehen habt. Sehr nett gemacht. In weiteren Let's Plays werde ich dann versuchen, mal richtig in das Spiel hereinzufinden. Und euch dann natürlich diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, dass ihr hier zunächst einmal einen ersten Einblick in das Spiel gewonnen habt. Das Tutorial könnt ihr ja selbst auch spielen. Okay, ein Gegenstand und Geld haben wir erhalten. Schließen. 3 Gegenstände. Okay, wie ihr seht, man kann Koop spielen. Hier habt ihr ein ausreichendes Menü oben, in dem ihr chatten könnt, laden, Inventar, Statistiken abrufen, Fortschritte, dann Clans beitreten, Versteck gibt's die Option halt, eine Hilfeleiste. Und dann entsprechend hier die unterschiedlichen Modi. VIP, okay, das kostet wahrscheinlich Geld. Und
Ja, schon, was das Spiel sonst noch so bringt, das werde ich euch dann in den nächsten Let's Plays zeigen. Dann erstmal vielen Dank fürs Reinschalten. Und ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg beim selber ausprobieren. Bis zum nächsten Mal dann.